Ja, moin Leute, hier ist wieder Seta von theyoungfamily.tk und zwar ich mache heute ein weiteres Plugin-Tutorial. Heute geht es um das Plugin Wormhole Extreme. Wormhole Extreme ist ein Stargate-Plugin, das es euch ermöglicht, zwischen verschiedenen Orten halt hin und her zu porten, beziehungsweise auch zwischen verschiedenen Welten hin und her zu porten. Ja, ich mache jetzt erstmal ein kleines Installationsvideo und danach ein Ingame-Video, da zeige ich euch, wie man alles erstellt. Ja, ihr geht in der Beschreibung auf den Download-Link halt, ladet euch das Plugin halt runter. Dann kriegt ihr eine ZIP-Datei und packt die. Darin enthalten ist zum Beispiel das Wormhole Extreme Plugin halt und ein Ordner halt. In dem Ordner könnt ihr schon mal reingehen. Da seht ihr einfach die Settings. Na, die öffnet ihr. Genau. Na, dann seht ihr hier zum Beispiel die ganzen Sachen halt. Hier die Permissions zum Beispiel. Settings, Simple Permissions. Das müsst ihr auf True machen. Na, und dann müsst ihr in eurem Permissions-Ordner halt diese Config halt hier, also diese Permission halt eingeben. Die sieht folgendermaßen aus. Ich kann das euch auch nochmal zeigen. Und zwar, wenn ihr den Server dann das erste Mal startet, wie gesagt, also ihr ladet euch das Plugin halt runter. Na, ich fange am besten nochmal von vorne an. Ihr ladet euch das Plugin runter, packt es in euren Plugin-Ordner rein. Startet euren Server einmal. Ne, und dann guckt ihr, ob irgendwelche Fehlermeldungen halt sind. Ne? Hier steht zum Beispiel kein Anblick. Okay, das ist ein Permissions-Fehler, alles klar. Bei World Guard sozusagen. Und zwar, kleiner Umblick. Wormhole Extreme. Ah, hier, okay. Information, Wormhole Extreme Level Version 1. bla bla bla. Loaded, okay. This is enabled, okay. So, dann macht ihr wieder den Server auf Stopp. Ne? Dann steht da auch Wormhole Extreme Installed, bla bla bla. Shutdown. Shutdown, Unloading, Lift. Okay, alles klar. So, dann geht ihr auf euren Plugin-Ordner. Dann hat sich ein Ordner gebildet, wie gesagt, Wormhole Extreme. Da geht ihr auf Settings halt. Bearbeitet das. Ich mache das immer mit Notepad++, weil es für mich am einfachsten ist. Na, dann seht ihr jetzt halt hier Setting Simple Permissions, Volview True. Also es steht bei euch auf False. Ich habe es auf True gesetzt. Je nachdem, was ihr für ein Permissions-Plugin oder sowas benutzt. Ja, dann seht ihr hier die verschiedenen Permissions sozusagen. Wormhole Simple Use ist einfach für die normalen User halt, damit die es einfach benutzen können. Das sind alles hier so Admin-Sachen am besten. Build und Config halt und Remove halt. Ne? Damit können die Leute halt das entweder bauen, halt konfigurieren oder halt entfernen wieder. Ja, das Ganze müsst ihr bei euch an eurem Server halt sozusagen in euren Permissions, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier nur normalen Permissions halt drauf, na, das öffne ich halt auch mal kurz mit Notepad++ und hier habe ich halt Wormhole Simple Use halt eingetragen, damit alle User das nutzen können. Ja, das war es sozusagen jetzt von der Installation. Ich werde jetzt gleich das Ingame-Video machen und wir sehen uns gleich. Ciao! So Leute, da sind wir wieder und zwar jetzt wie versprochen das kleine Ingame-Tutorial, wie man die Wormhole Extreme Plugin Gates installiert sozusagen. Ja, ihr baut wie gesagt erstmal hier so ein Gate, Beschreibung findet ihr auch auf der Plugin-Seite. Wie gesagt, ihr baut halt drei Felder hoch, dann halt eins quer, zwei quer, dann drei hoch wieder, dann, also ihr seht ja selber, wie das aufgebaut ist, ne? Dann ist wichtig zu beachten, diese Stellen müssen hier an diesem zweiten Block sozusagen zwei Blöcke davor halt sein und dann wird das halt gesetzt, dieser Turm. So, um das jetzt zu installieren, braucht ihr halt ein Schild und einen Button. Ihr macht das Schild jetzt hier ran, lasst das leer, macht darunter halt ein... Ach Quatsch, verkehrt, Entschuldigung. Und zwar, ihr macht hier ran, halt den Button, ne, macht einen Rechtsklick auf den Button, dann steht da halt, ihr müsst das Gate erschaffen, dann gebt ihr ein WX Complete.
Ne, und dann den Namen dafür. Zum Beispiel, ich nehme jetzt G1, also als Gate 1. Ne? Gate 1 successfully constructed. Okay, dann geht ihr halt zu dem nächsten zum Beispiel. Ne, macht hier genau das gleiche. Button ran, Rechtsklick drauf. Wir nennen es jetzt G2. So, jetzt habt ihr halt alle beiden Gates erschaffen. Ne, hier steht dann auch dran, zum Beispiel der Gate-Name, also G2. N ist einfach das Netzwerk, das Public. Und O ist einfach der Owner, in dem Fall Zeta, also das Deadmau5, das bin ich halt, ne? So. Dann, wenn ihr das benutzen wollt, ne, macht ihr einfach einen Rechtsklick darauf, gebt dann ein Schrägstrich Dial, ne, und dann G1 in dem Fall, ne? Dann gebt ihr es ein und dann öffnet sich das Gate. So. Dann könnt ihr einfach, wie gesagt, da durchgehen, ne? Und dann seid ihr halt am nächsten Gate. Ja, seht ihr ja, wie gesagt. So, zu dem Ganzen gibt es auch noch eine andere Bauweise. Das werde ich jetzt auch noch mal kurz erklären. Und zwar macht ihr das Ganze so, indem ihr hier ein Schild dran macht. Dann gebt ihr ein, wie das Gate halt heißen soll. Wir nehmen jetzt mal ein Wormhole Gate andere Bauart 1. 1. Also WGA 1. Ne, dann machen wir halt hier einen Button ran. Ne, und dann müsste es, genau, jetzt sieht man halt, ist das hier angewählt. So, um jetzt ein weiteres zu erschaffen, wiederholen wir jetzt das Ganze, Entschuldigung, machen jetzt hier, wie gesagt, ein Schild rein, machen WGA2, ne, einen Button daneben, raufklicken und jetzt kann man halt, wie gesagt, das hin und her switchen. Na, also man sieht ja mit Rechtsklick auf dem Schild, kann man das halt hin und her switchen, wenn das sich jetzt refreshed hat. Man könnte jetzt theoretisch auch mit einer dieser Gates halt, mit der alten Bauart sozusagen, die andere Bauart ist wie gesagt die neuere Bauart, die mir besser gefällt, die ich auch bald benutzen werde so. Die ältere Bauart kann man jetzt auch damit connecten, man müsste jetzt halt eingeben, Schrägstrich Dial, Slash Dial, wie gesagt, dann halt WGA1 und dann könnte man halt damit connecten. Ja. Das war es jetzt zur Installation des Plugins, beziehungsweise zu Settings des Plugins in-game. Ja, wie gesagt, ich zeige euch das nochmal kurz. Wenn ihr jetzt hier noch ein weiteres hättet, zum Beispiel, ich kann das ja mal ganz kurz machen. Einen ganz kleinen Blick. Load Gate. Einen ganz kleinen Blick. Load Gate. Ah, okay, gut. So, jetzt Double Slash Paste. So, dann, wenn man jetzt ein drittes erschaffen würde, zum Beispiel, könnte man jetzt, wie gesagt, hier noch ein Schild dran machen. Dann WGA3. Fertig. Dann halt, wie gesagt, daneben ein Button. Ne? Dann drückt man halt den Button. Na, und jetzt könnte man halt mit einem Rechtsklick, hierauf seht ihr selber, die verschiedenen Gates halt anwählen. Die 1 und 2 sind in dem Fall die anderen beiden jetzt. Na, ich wähle jetzt mal das 1 Gate an, drückt den Button und dann öffnet sich das Gate wieder. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch jetzt damit viel Spaß und könnt mir gerne Kommentare, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreiben. Und ich bin gerne zur Hilfe bereit. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und viel Spaß damit. Ciao.